Damit wir uns nicht die ganze Zeit nur mit Theorie auseinandersetzen, schauen wir uns jetzt ein Beispiel an. Also, wir haben eine Zufallsvariable x, die die Körpergröße von 42-jährigen Männern messen soll. Diese Zufallsvariable ist annähernd normal verteilt und hat den Erwartungswert μ ist gleich 177,8 cm und den Standardabweichung sigma ist gleich 6,1 cm. Wir nehmen jetzt zufällig einen 42-jährigen Mann heraus und wollen uns verschiedene Wahrscheinlichkeiten berechnen. Versuche zunächst, den Punkt A selber zu lösen. Okay, wir suchen also jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass die Körpergröße des Mannes im Intervall von 174 cm und 178 cm liegt. Also suchen wir p von 174 kleiner gleich x kleiner gleich 178. Um das zu berechnen, benutzen wir GeoGebra. Okay, ich bin hier in der Ansicht Wahrscheinlichkeitsrechner. Also, das μ ist 177,8 und Sigma ist 6,1. Und jetzt wollen wir die Wahrscheinlichkeit berechnen, dass x zwischen 174 cm und 178 cm liegt. Und die Wahrscheinlichkeit, die wir herausbekommen, ist 0,2464. Das bedeutet jetzt also, p von 174 kleiner gleich x kleiner gleich 178 ist gleich 0,24642. Gehen wir weiter. Wir suchen jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass die Körpergröße des Mannes größer als 190 cm ist. Also suchen wir p von x größer 190. Berechnen tun wir das wieder in GeoGebra. So, wir wollen jetzt, dass x größer einem Wert ist. Das bedeutet, wir benutzen den Modus rechtzeitig. Und wir wollen, dass x größer 190 ist. Und die Wahrscheinlichkeit ist 0,0228. Also können wir schreiben, p von x größer 190 ist gleich 0,0228. Weiter. Wir wollen jetzt die Wahrscheinlichkeit berechnen, dass die Körpergröße des Mannes kleiner als 178 cm ist. Also suchen wir p von x kleiner 178. Und wir rechnen wieder mit GeoGebra. Jetzt wollen wir, dass x kleiner einem Wert ist. Das bedeutet, wir benutzen den Modus linksseitig. Und wir wollen, dass x kleiner 178 ist. Und die Wahrscheinlichkeit dafür ist 0,5131. Also ist p von x kleiner 178 gleich 0,5131. Gehen wir weiter zu Punkt B. Hier suchen wir jetzt keine Wahrscheinlichkeit, sondern eine Grenze. Und zwar die Grenze, die mit 80%iger Wahrscheinlichkeit übertrifft. Überlege dir erst alleine, wie du diese Aufgabe lösen kannst. Okay, wir suchen also p von x größer a gleich 0,8. Und das a können wir mit GeoGebra bestimmen. Gut, da wir wieder x größer a suchen, benutzen wir den rechtzeitigen Modus. Und jetzt, statt dass wir in diesem Feld hier eingeben, geben wir die Wahrscheinlichkeit direkt ein. Und die Wahrscheinlichkeit soll 0,8 sein. Und die Grenze, die wir erhalten, ist 172,66. Also ist das a von p von x größer a gleich 0,8 gleich 172,67 cm. Weiter. Welche Körpergröße übertrifft denn mit einer Wahrscheinlichkeit von 75% nicht? Also suchen wir p von x kleiner b ist gleich 0,45. Das b können wir jetzt auch wieder mit GeoGebra berechnen. Da wir wieder p von x kleiner b suchen, gehen wir wieder in den linksseitigen Modus. Wir wollen, dass die Wahrscheinlichkeit 0,45 ist. Und das zugehörige b ist also 177,03. Wir können also schreiben, b ist gleich 177,03 cm. Gehen wir weiter zu Punkt C. Wir suchen jetzt ein symmetrisches Intervall um den Erwartungswert μ, in dem die Körpergröße mit einer Wahrscheinlichkeit von 72% drinnen liegt.
So ein Intervall nennt man zweiseitigen 72% Zufallstreubereich. Und wenn du mehr dazu erfahren willst, schau dir bitte dieses Technologieblatt hier an. Gut. Versuche jetzt zunächst, den Punkt C selber zu lösen. Okay, zunächst suchen wir den Flächeninhalt einer solcher schraffierten Fläche. Da wir wissen, dass der Flächeninhalt des Intervalls 0,72 sein soll, können wir uns den Flächeninhalt dieser schraffierten Fläche leicht berechnen. Und zwar 1 minus 0,72 durch 2. Das ergibt 0,14. Mit GeoGebra berechnen wir uns jetzt die Grenzen dieses Intervalls. Wir fangen an mit der linken Grenze. Also suchen wir die Grenze, für die p gleich 0,14 ist. Und die untere Grenze ist 171,21. Jetzt suchen wir die obere Grenze. Das heißt, wir gehen wieder in den Modus rechtzeitig und suchen die Grenze für die Wahrscheinlichkeit 0,14. Und wir erhalten als Grenze 184,38. Also erhalten wir für die Grenzen p von x kleiner gleich 171,21 ist gleich 14% und p von x größer gleich 184,38 ist gleich 14%. Also befindet sich die Körpergröße mit einer Wahrscheinlichkeit von 72% im Intervall 171,21 und 184,38. Damit sind wir schon fertig. Ich hoffe, du hast dir viel mitnehmen können. Bis zum nächsten Mal.